Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir uns die Grundlagen der Komponente Materialwirtschaft anschauen. Bevor wir dies tun, wie Sie das schon kennen, indem wir uns Stamm-, Bewegungs- und Organisationsdaten anschauen, würde ich gern motivieren, warum wir überhaupt noch eine Komponente für die Lagerverwaltung benötigen. Aus dem Grund habe ich hier auf diesem Miroboard mal drei Fotos mitgebracht, die irgendwie ein komplexes Lager zeigen. Was Sie hier oben sehen, auf dem ersten Bild, ist die Außenansicht von einem Lager von DB Schenker. Und Sie erkennen schon, das ist ein sehr großes Lagerhaus. Das ist jetzt schwer zu sagen, das ist sicher 100 Meter breit. Die Tiefe sieht man überhaupt nicht. Und Sie erkennen, dass es hier verschiedenste Halteplätze für LKWs gibt. Also hier ist so einer, hier ist so einer, hier. Und die Reihe geht weiter bis hier nach unten. So sieht so ein Lagerhaus von außen aus. Also, wir sehen schon, da passiert wahrscheinlich einiges an Warenbewegungen in so einem Lagerhaus. Ja, und man erkennt auch, dass es sicher komplexe Prozesse gibt, die irgendwie dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass die Waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Tor, zum Beispiel hier, zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt mal einen Blick in so ein Lagerhaus wirft, da habe ich zwei Bilder dabei. Zum einen dieses hier, dann sehen Sie, das ist so ein Palettenlager. Man erkennt hier eine ganze Reihe von hohen Regalen, die sind irgendwie nummeriert, angefangen von der 4, dann die 5, dann die 6 und so weiter. Man kann sich vorstellen, das geht hier sowohl nach die eine Richtung als auch in die andere Richtung noch ein ganzes Stück weiter. Und man erkennt außerdem, dass es hier solche Roboter gibt, autonome Fahrzeuge, die eben in diesem Lager bestimmte Plätze anfahren können und Paletten aus diesem Palettenlager aus- und einlagern können. Ja, was man hier auch so ein bisschen sieht, ist, dass es wahrscheinlich in so einem Lager unterschiedliche Bereiche gibt. Ja, es macht sicher keinen Sinn, irgendwie die schwersten Materialien, die das Unternehmen lagert, hier ganz oben hinzupacken. Die wird man wahrscheinlich hier nach unten in diesem Regal lagern. Das dritte Bild hier zeigt ein Warehouse von Amazon. Wenn Sie jetzt genau gucken, erkennen Sie, dass diese bunten Pixel hier alles einzelne Bücher sind. Ja, und man erkennt hier auch verschiedene Karten, die die unterschiedlichen Gänge in diesem großen Labyrinth anzeigen. Ja, und von diesen ganzen Weg hier erkennen Sie ein Regal am nächsten und an den unterschiedlichen Farben sieht man auch schon, dass es da nicht irgendwie größere Mengen von ähnlichen Produkten gibt, sondern dass da ganz viele verschiedene, in diesem Fall Bücher, stehen. Also ein Lagerarbeiter, wie zum Beispiel dieser Mann hier, der muss ja wissen für eine Bestellung, wo er ein bestimmtes Buch findet. Wenn er zum Beispiel das Buch Einstieg in SAP ERP sucht, dann muss er hier genau den richtigen Gang finden und in dem Gang die richtige Position in dem Regal, um das entsprechende Buch in seinen Korb herlegen zu können und somit den Auftrag schlussendlich komplett kommissionieren zu können. Und daran erkennen Sie schon, dass in so einem Lagerhaus auch komplexe Prozesse durchgeführt werden. Es reicht eben nicht mehr aus, Bestände, wie wir das bisher gesehen haben, nur auf der Ebene von einem Lagerort zu führen. Ja, ein Lagerort wäre halt in unserem Verständnis wahrscheinlich so ein ganzes Lagerhaus hier oder so ein ganzer Lagerbereich hier. Das reicht nicht aus, um in so einem komplexen Lagerhaus die entsprechenden Materialien zu finden. Aus dem Grund gibt es eben die Komponente Warehouse Management und die enthält genau die Prozesse, die benötigt werden, um in einem großen Lager die entsprechenden Ein- und Auslagerungsprozesse durchführen zu können. Schauen wir uns jetzt mal an, was die Komponente Lagerverwaltung für Funktionen enthält. Das sieht man hier in diesem Bereich. Zum einen gibt es Funktionen, die etwas mit der Wareneingangsabwicklung zu tun haben. Da gibt es sowas wie eine Warenannahme, wie eine Prüfung der einzulagernden Waren und dann die eigentliche Einlagerung der Waren ins Lager. Da wird zum Beispiel Funktionen zur Verfügung stehen, die entscheiden, an welchen Platz im komplexen Lager denn ein bestimmtes Material verbracht wird.
Es gibt Funktionen, die sich um lagerinterne Prozesse kümmern. Lagerinterne Prozesse ist alles das, was ich brauche, um im Lager ja, nicht Waren anzunehmen oder auszulagern, sondern Funktionen innerhalb des Lagers. Da gehört zum Beispiel eine Inventur dazu, also zu zählen, wie viel ich von einem bestimmten Material auf Lager habe. Oder Umbuchung von einem Bestand, ja, dass ich eine bestimmte Menge vielleicht aus einem Sperrbestand in einen frei verwendbaren Bestand umbuche. Das haben wir schon gesehen. Und schlussendlich der dritte große Block, der durch die Lagerverwaltung unterstützt wird, ist alles das, was mit der Warenausgangsabwicklung zu tun hat, also das Auslagern, Versenden und Verpacken von Waren, sowie, ja, das geht in die gleiche Richtung, aber ist eine eigene Funktionalität, die Versorgung von der Produktion. Die Ursache hierfür ist, dass das Warehouse-Management keine eigenständige Komponente darstellt, sondern dass das stark integriert ist in das sogenannte Logistic Execution System oder kurz LES. Das versucht auch diese Grafik hier nochmal darzustellen. Sie sehen hier die Komponenten, die wir bisher schon kennengelernt haben. Materialwirtschaft, Produktionsplanung, Vertrieb oder auch die Finanzwirtschaft. Und eben so eine Komponente stellt jetzt auch das Logistic Execution System dar. Und innerhalb des Logistic Execution Systems gibt es eben einen Teil, das Warehouse Management. Und das Warehouse Management enthält diese Funktionen, die wir gerade besprochen haben, für Einlagerung, Auslagerung und lagerinterne Prozesse. Das Interessante bei dem Warehouse Management ist, dass das eine optionale Funktionalität darstellt. Also wir haben ja bisher noch keine Prozesse gesehen, die irgendwas mit einem Warehouse Management zu tun haben. Das kommt daher, dass ein Warehouse Management nicht zwingend aktiviert werden muss. Wir werden sehen, bei Global Bike ist das genau für einen der Standorte, nämlich für den Standort San Diego, aktiv. Für alle anderen Standorte gibt es kein Warehouse Management. Da wird rein die Bestandsführung verwendet, die wir schon kennengelernt. Als nächstes überlegen wir uns jetzt, welche Organisations-, Stamm- und Bewegungsdaten benötigt werden, um eine komplexe Lagerverwaltung in der Komponente Warehouse Management abzubilden. Um das zu tun, habe ich hier mal versucht, so ein Lagerhaus schematisch darzustellen. Man sieht hier ein großes Rechteck. Das Rechteck repräsentiert ein komplexes Lagerhaus. Wie wir gesehen haben in den Fotos, gibt es hier zum Beispiel verschiedene Tore, an denen Waren angeliefert werden können oder ausgeliefert werden. Ja, und innerhalb dieses Lagerhauses gibt es jetzt natürlich auch irgendwie unterschiedliche Strukturen. Da gibt es zum Beispiel ja, große Bereiche hier. Das könnten zum Beispiel unterschiedliche Lagertypen sein. Was ist zum Beispiel sowas wie ein Lagertyp? Das habe ich mal versucht, hier auf der rechten Seite auch nochmal darzustellen. Entweder haben wir irgendwie ein Palettenlager, also ein großes Lagerregalsystem, in dem ganze Paletten gelagert werden können. Oder es gibt so ein etwas kleineres, vielleicht Regallager, in dem zum Beispiel einzelne Bücher platziert werden können. Ja? Und jeder dieser großen Bereiche hier ist wahrscheinlich von einem Typ. Innerhalb dieses Types, so einem Lagertyp, gibt es jetzt natürlich auch wieder unterschiedliche Bereiche optional. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass man so ein großes Regallager in die Bereiche unten, Mitte und oben unterteilt, weil man die vielleicht beim Einlagern und Auslagern von Materialien unterschiedlich verwenden will. Zum Beispiel will man sicherstellen, dass sehr schwere Materialien immer nach unten kommen. Und deshalb hat man eben einen Lagerbereich unten definiert. Und genau das gibt es eben jetzt auch als Organisationsdaten. Wir haben zum einen die Lagernummer. Die Lagernummer repräsentiert eben so ein ganzes Lagerhaus. Innerhalb so einer Lagernummer gibt es verschiedene Lagertypen. Die können jetzt zum Beispiel ein Palettenlager oder ein Regallager darstellen. In diesen Lagertypen gibt es optional verschiedene Lagerbereiche. Es muss mindestens einen geben pro Lagertyp. Das werden wir gleich auch nochmal sehen, wenn wir uns das hierarchisch angucken. Und das sind erstmal die Organisationsdaten. Ja, jetzt fragen Sie sicher zu Recht, wie komme ich jetzt denn zu dem einzelnen Lagerplatz? Sind das keine Organisationsdaten? Nee, das sind SAP-ERP-Stammdaten, das werden wir gleich sehen.
Ansonsten gibt es als Organisationsdaten noch zum Beispiel die Tore, Orte, wo Waren das Lagerhaus verlassen können oder ankommen können. Und etwas, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber das gibt es auch, das sind Bereitstellzonen, das sind temporäre Bereiche, wo ich Waren zwischenlagern kann, bevor sie eben ausgeliefert werden. Die kleinste Einheit in der Lagerverwaltung ist jetzt ein Lagerplatz. Ein Lagerplatz könnte zum Beispiel sowas hier sein oder sowas. Und ein Lagerplatz ist das, die kleinste Einheit, die man adressieren kann, das heißt, die eine eigenständige Nummer bekommen wird. Auf diesem Lagerplatz können jetzt entweder Materialien, wie immer spielt das Material als Stammdatum eine Rolle, Materialien direkt lagern, oder so ein Lagerplatz ist nochmal unterteilt in einzelne Lagereinheiten, werden wir aber gleich sehen, das ist optional. Zusätzlich gibt es noch was, das will ich hier ganz kurz nur erwähnen, das sogenannte Quant. Das Quant repräsentiert eine Menge von gleichen Materialien auf einem Lagerplatz. Also auch das kann man sich hier schon so ein bisschen vorstellen in der Grafik. Kann man ja vorstellen, dass das hier ein Lagerplatz ist. Hier lagert zum einen so ein Material Fahrrad und so ein Material Boxen. Die lagern auf dem gleichen Lagerplatz, weil der groß genug ist. Und die sind deshalb nicht getrennt als Lagerplatz adressierbar, aber es gibt eben ein einzelnes Quant, das zum Beispiel alle Fahrräder enthält, beziehungsweise alle Boxen. Ja, das ist eher so eine logische Strukturierung, das wird man physisch in unserem Lager nicht finden. Ja, und damit bleiben noch die Bewegungsdaten offen. Ja, was gibt es an Bewegungsdaten? Da gibt es zum Beispiel einen Transportbedarf. Bedarf in Material entweder im Lager zu bewegen oder das auszulagern, einzulagern, kann zu einem Transportbedarf führen. Wie immer, wenn es so einen Bedarf gibt im ERP-System, gibt es auch einen Auftrag, über den dann dieser Bedarf befriedigt wird und der die ganzen Daten aufsammelt, die mit dem eigentlichen Transport, mit der eigentlichen Durchführung dann zusammenhängen. Es gibt außerdem sowas wie eine Umbuchungsanweisung, wenn es um eine Umbuchung von einem Material geht, ohne physikalische Warenbewegung. Und da wir auch gesehen haben, dass es auch Funktionen zur Inventur gibt, gibt es dann auch einen Inventurbeleg. Werden wir uns noch anschauen, im Detail sehen, im Rahmen des Praktikums werden Sie Transportbedarfe, Transportaufträge und ich glaube im Rahmen des Praxisfalls auch Umbuchungsanweisungen, den Bereich Inventur klammern wir hier in dieser Veranstaltung erstmal aus. So, damit haben wir erstmal einen Überblick bekommen, was es so gibt an Organisations- und Stammdaten. Ich habe das Ganze jetzt nochmal versucht, etwas anders darzustellen in so einer hierarchischen Sicht. Hier ist durch die Farben gekennzeichnet nochmal, was sind Organisations- und Stammdaten. Das dunkle Blau kennzeichnet die Organisationsdaten, das helle Blau entsprechen die Stammdaten. Man sieht, auf der obersten Ebene ist die Lagernummer, die das ganze Lager repräsentiert. So eine Lagernummer enthält einen oder mehreren Lagertypen. Also ein Lagertyp ist sowas wie ein Regal oder ein Palettenlager. Die Lagerbereiche sind dafür da, bestimmte Bereiche des Lagers bezüglich der Einlagerung zusammenzufassen. Alles, was jetzt hierarchisch darunter angesiedelt ist, sind Stammdaten. Ja, erinnern Sie sich auch nochmal an den Unterschied. Organisationsdaten werden angelegt in dem Moment, wo das System eingerichtet wird, üblicherweise, ändern sich nur sehr selten. Stammdaten werden verwendet, um Prozesse durchzuführen und können aber auch vom normalen Anwender angelegt werden. Das haben wir ja auch schon häufig gemacht. Sie haben zum Beispiel ein Stammdatum-Material schon angelegt. Also zu den Stammdaten gehört der Lagerplatz. Der Lagerplatz stellt die kleinste adressierbare Einheit im Lager dar. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Es gibt die Variante, dass so ein Material direkt auf einem Lagerplatz lagert, immer zusammen mit einem Quant, also gleichartige Materialien werden immer in einem Quant auf einem Lagerplatz gelagert. Oder es gibt noch die Variante, dass es auf einem Lagerplatz weitere Unterteilungen, Lagereinheiten gibt. Das könnten dann zum Beispiel Gitterboxen oder sowas sein, auf denen sich dann auch wieder Materialien in einem Quant befinden.
Was wir sehen werden, ist, dass Global Bike für fast alle Lager diese erste Variante verwendet und nur in einem Lagerbereich auch Lagereinheiten aktiv sind. Was wir jetzt als nächstes tun, ich werde jetzt nochmal anhand der Folien die einzelnen Organisations- und Stammdaten etwas näher erläutern. Man braucht da relativ viel Kontext, um zu verstehen, auch wie das Lager von Global Bike aufgebaut ist, weil nur dann werden sie auch verstehen, was sie später im Praktikum tun. Von daher ausnahmsweise etwas mehr Folien. Wie ist das Warehouse Management jetzt bei unserem Beispielunternehmen Global Bike ausgeprägt? Warehouse Management ist nur an dem Standort San Diego aktiv. In diesem Standort San Diego gibt es genau ein Lager, ein großes Lager, das hat die Lagernummer 100. Dieses Lager ist jetzt aber natürlich weiter unterteilt und hier sehen wir jetzt auch die ganzen Organisationsdaten wieder, die wir schon kennengelernt haben. Dieses Lagerhaus in San Diego mit der Lagernummer 100 hat ein Tor, ja, also Waren werden über ein Tor angeliefert und ausgeliefert. Es gibt innerhalb des Lagers verschiedene Lagertypen. Es gibt ein Regallager, es gibt ein Palettenlager, es gibt ein Palettenlager LE, das ist ein Palettenlager, in dem Lagereinheiten aktiv sind. Es gibt noch Lager für den Warenausgang und den Wareneingang und eben auch so eine Bereitstellzone. Also alles das finden wir im System wieder, wenn wir uns das Lagerhaus von Global Bike in San Diego angucken. Und das ist so eine Grundrissdarstellung, wie man sich das vorstellen kann. Jetzt haben wir ja gesagt, dass das Warehouse Management eine optionale Funktion ist. Das heißt, Warehouse Management kann aktiv sein, für einen Standort muss aber nicht aktiv sein. In dem Standort San Diego ist das Warehouse Management jetzt aktiv. Trotz allem gibt es natürlich auch die Bestandsführung. Und wie Sie sich noch erinnern können, erfolgt die Bestandsführung in der Komponente MM auf der Ebene von Lagerorten. Es gibt zum Beispiel Lagerorte für Fertigerzeugnisse oder für Handelswaren. Dadurch, dass es jetzt auch ein Lagerhaus gibt und das Warehouse Management aktiv ist, müssen diese verschiedenen Lagerorte einem Lager, einer Lagernummer zugeordnet sein. Bei Global Bike ist das so, dass alle diese Lagerorte genau dem Lager 100 zugeordnet sind, dem einen Lagerhaus, das es gibt. Diese Zuordnung der Lagerorte zu einem Lager, die führt jetzt noch zu einem relativ spannenden Effekt. Oder zumindest kann man den daran erklären. Ja, dadurch, dass ich zum einen eine Bestandsführung in der Materialwirtschaft habe und zum anderen eine Lagerverwaltung, müssen Bestände dieser beiden Komponenten synchronisiert werden. Das werden wir in den Prozessen dann auch noch detaillierter sehen, dass es da verschiedene Arten und Weisen gibt, in welcher Reihenfolge zum Beispiel jetzt ein Wareneingang durchgeführt werden kann. Aber schlussendlich muss es ja so sein, dass wenn zum Beispiel in dem Lagerhaus hier 100 Stück von einer Handelsware, zum Beispiel einem Helm, eingelagert werden, dass schlussendlich auch dieser Bestand auf dem Lagerort aktualisiert wird. Und genauso, wenn der Bestand auf diesem Lagerort reduziert wird, muss der irgendwann auch im Warenhaus reduziert werden. Also man braucht hier eine Synchronisation und das ist versucht hier durch diese Linie, die zwischen Materialwirtschaft und Lagerverwaltung besteht, darzustellen. Also die Lagerhaltung auf der Ebene von Lagerorten ist viel grober als die, die wir in einem Lagerhaus haben. Das kann man sich einfach auch nochmal an einem Beispiel klar machen. So, wir sehen jetzt hier nochmal einen Ausschnitt aus dieser Folie, der uns eben zeigt, die Zuordnung zwischen den Lagerorten in dem Werk San Diego und dem Lagerhaus in dem Werk in San Diego. An der Stelle noch ein Hinweis, es ist so, dass es hier eine gewisse Gestaltungsfreiheit gibt. Ja, zwar muss ein Lagerort immer genau einer Lagernummer zugeordnet sein, aber es kann natürlich auch so sein, dass die Lagerorte unterschiedlichen Lagernummern zugeordnet sind. Also wenn wir uns jetzt die Variante überlegen würden, dass es in San Diego noch eine zweite Lagernummer gibt. Ich male die hier mal rein. Also wenn es hier jetzt noch so eine zweite Lagernummer geben würde, dann wäre das natürlich so, dass auch dieser
Lagerort jetzt zum Beispiel sonstige hier zugeordnet sein könnte. Das lösche ich jetzt aber nochmal, weil das ist eigentlich nicht das, was ich Ihnen zeigen will. Außerdem ist es auch so, dass ein Lagerhaus verschiedenen Werken zugeordnet sein kann. Also, dass zum Beispiel verschiedene Werke sich ein gemeinsames Lagerhaus teilen. Auch das ist möglich. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Auf was wollte ich hier jetzt noch eingehen? Das ist eben die Unterscheidung zwischen Lager- oder Bestandsführung auf Ebene der Lagerorte und der Bestandsführung im Warehouse Management. Wenn wir uns jetzt einmal überlegen, dass in unserem Werk in San Diego von dem Material DXTR 1000 100 Stück verfügbar sind. Und die sollen insbesondere natürlich auf dem Lagerort finished goods lagern. Wie könnte das im Warehouse aussehen? Im Warehouse könnte das natürlich so aussehen, dass es hier verschiedene Regale gibt, in denen unsere Materialien lagern, und vielleicht ist von diesem Material DXTR 1000 liegen da 50 Stück in dem Regal 1, also Lagerplatz 4711, 25 Stück in einem weiteren Lagerplatz und 25 noch auf einem dritten Lagerplatz. Ja, und da sehen Sie auch natürlich schon die Komplexität, die aus dieser Synchronisation kommt. Ja, wenn ich hier jetzt zum Beispiel 25 und 25 auslager aus dem Lager, muss ich trotzdem irgendwie die 50 nach hier synchronisieren, sodass nach der Auslagerung irgendwie auf beiden Seiten wieder 50 dieser Fahrräder verfügbar sind. Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, wird man gleich noch sehen, wenn wir uns den Aufbau der Lagerhaltung bei Global Bike noch ein bisschen im Detail angucken. Unterhalb der Lagernummer gibt es jetzt den Lagertyp. Ich habe schon gesagt, es gibt verschiedene Lagertypen, eben sowas wie ein Regallager oder ein Palettenlager. Es gibt aber insbesondere auch, und das ist ein Unterschied, werden wir gleich sehen, physische und logische Lagertypen. Also physische Lagertypen sind die, die physisch wirklich verfügbar sind, einen Bereich im Warenhaus belegen. Logische Lagertypen, für die existiert kein physischer Bereich im Lagerhaus, die werden nur dazu verwendet, um bestimmte Prozesse abzubilden. Außerdem gibt es eine Unterscheidung zwischen Schnittstellen- und Nicht-Schnittstellen-Lagertypen. Die Schnittstellen-Lagertypen, die sind genau dafür da, diese Verbindung zwischen dem Inventory und dem Warehouse-Management herzustellen. Wir werden sehen, dass nicht alle Lagertypen Schnittstellen-Lagertypen sind. Die Schnittstellen-Lagertypen dienen der Synchronisation und die haben eine ganz spannende Eigenschaft. Auf den Schnittstellen-Lagertypen sind negative Bestände erlaubt. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, ein negativer Bestand, wie kann das sein? Also, das heißt ein negativer Bestand, ich muss Waren in das Lager bringen, so damit es leer ist. Das ist natürlich, wenn man sich das so überlegt, macht das in der Realität keinen Sinn. Aber das ist der IT-technischen Abbildung geschuldet, um die Bestände synchron zu halten. Es kann eben sein, dass ein Prozess der Einlagerung im Inventory Management schon durchgeführt wurde, im Warehouse Management noch nicht, und dann gibt es eben solche Situationen, wo ich negative Lagerbestände benötige, um die Summe gleich zu halten. Wie sieht das bei Global Bike aus? Bei Global Bike gibt es die physischen Lagertypen, die schon gesehen haben, Regallager, Palettenlager, Wareneingang und Warenausgang, sowie das Palettenlager, bei dem die Lagereinheiten aktiv sind. Es gibt zwei logische, nämlich eine Umbuchungsschnittstelle und eine Differenzbuchungslagertyp, der verwendet wird, um Differenzen aus der Inventur zu buchen. Und man erkennt daran auch, was die Schnittstellenlagertypen sind. Also Schnittstellenlagertypen sind der Wareneingang und Warenausgang, sowie die beiden logischen hier unten. Ja? Und das zeigt Ihnen da auch schon mal so ein bisschen, wann eben so eine Synchronisation stattfindet. Die Synchronisation findet statt beim Buchen von einem Wareneingang oder Warenausgang im Lager. Ja. Warenbewegungen innerhalb des Lagers führen nicht zu einer Synchronisation mit dem Inventory Management. Das ist ja auch klar. Es ist ja für meinen Bestand im Inventory Management egal,
ob sich das Fahrrad im Lagerplatz 1 oder im Lagerplatz 2 befindet. Schauen wir uns jetzt die Lagerbereiche an. Die Lagerbereiche fassen physische Bereiche eines Lagers zusammen, die ähnliche Eigenschaften bezüglich der Einlagerung haben. Das Ganze macht man sich am besten an einem Beispiel klar. Ja? Stellen Sie sich mal vor, dass Sie ein Regallager haben und es gibt eben unterschiedliche Bereiche in diesem Lager. Da gibt es den Bereich B für Bottom, M für Middle und T für Top. Und Sie wollen sicherstellen, dass schwere Materialien nach unten kommen, mittelschwere Materialien in die Mitte und ganz leichte Materialien nach oben. Ja, dann können Sie das eben so erreichen, indem Sie den Lagertyp einteilen in Lagerbereiche Bottom, Mittel und Top. Und das kann dann bei der Einlagerung, bei der Wahl des eigentlichen Lagerplatzes berücksichtigt werden. Ja, das ist nur eine Variante. Eine andere Variante, wie man das machen könnte, wäre zum Beispiel, um sicherzustellen, dass Waren, die sehr häufig umgeschlagen werden, viel näher am Ein- und Ausgang des Lagers sich befinden. Ja, das habe ich mal versucht, hier in dieser Grafik nochmal darzustellen. Da gibt es irgendwie schnell drehende Materialien, normal drehende Materialien und langsam drehende Materialien. Und über die Grafik ist jetzt, oder über die Farbe in der Grafik ist versucht darzustellen, wo die denn gelagert werden sollen. Also man will diese schnell drehenden Materialien eben mit einem möglichst kurzen Weg erreichen können, die normal drehenden Materialien dann mit einem etwas längeren Weg und die Langsamdreher, die liegen irgendwie ganz hier hinten. Auch das sind Lagerbereiche, in denen Sie Ihr Lager einteilen können. Also dann sind eben nicht irgendwie unten, mitten, oben, sondern jetzt der Weg, der benötigt wird, um zu dem physischen Lagerort zu kommen, das Unterscheidungskriterium. Bei Global Bike sieht das so aus, dass fast alle unsere Lagertypen nur einen Lagerbereich haben. Ja? Sowohl das Regallager, als auch das Palettenlager, als auch Waren-Ein- und Warenausgang, die sind nicht weiter unterteilt. Die bestehen einfach immer nur aus dem Gesamtbereich, der die Nummer 001 hat. Nur in dem Palettenlager, bei dem die Lagereinheiten aktiv sind, da ist diese Unterscheidung getroffen. Da gibt es diese Unterscheidung in Bottom, Mittel und Top. Und daher werden wir Lagerbereiche im Rahmen von unseren Fallstudien nicht weiter sehen. Exit.
sich sicker auf dem Laptop. Verdächtig.